Wheatstone, Wheat ist der Weizen, ja, Stone ist der Stein, also Weizen, Stein, Brücke auf Deutsch. Für was braucht man die? Nun, man braucht die, um Widerstände sehr präzise zu messen, zum Beispiel, wenn diese Widerstände sehr, sehr klein sind. Ja, dann kann man die unter Umständen sehr schwierig messen. Ja. Und dazu gibt es die Wheatstone'sche Brückenschaltung. Die sieht so aus. Ich habe hier zwei Widerstände und hier habe ich einen Widerstand, der variabel ist. Also die Gesamtspannung über die Brückenschaltung ist U und hier ist so ein Abgriff, ja, so ein Widerstand, ja, der besteht aus einer Drahtspule und die Drahtspule, über die läuft so ein Schleifer. Hast du sowas schon mal gesehen? Ja? Ja, wie so ein Schiebepotentiometer ist das quasi. Ja? Und dann habe ich hier den Widerstand R3 und den Widerstand R4 und hier praktisch bis hierhin ist der Widerstand R1 und ab hier ist der Widerstand R2. Ja? So, und wenn die Brücke jetzt abgeglichen ist, ja, dann heißt das ja, dass hier über diesen Pfad, hier ist ja mein alter Knoten A und hier ist der Knoten B, dass hier drüber kein Strom fließen soll. Ja. Also setze ich hier ein Messgerät ein, ein sogenanntes Ampermeter. Und es ist viel einfacher, statt eines bestimmten Stromes keinen Strom zu messen. Ja? Also wenn gar kein Strom fließt, das kann man relativ gut feststellen. Deswegen verschiebe ich hier diesen Potentiometerabgriff so lange, bis gar kein Strom mehr fließt. Ja? Und dann lese ich R1, R2 und R4 ab. Ja? Und der Widerstand, den ich suche, das ist der Widerstand R3. Das ist das Messobjekt. Der ist also unbekannt. Ja? Das ist unser Potentiometer. Hier haben wir R1, hier haben wir R2. Das heißt, wenn das so eine große Spule ist, die wunderschön homogen bewickelt ist, ist das Widerstandsverhältnis bekannt. Das hängt nämlich nur davon ab, wie die Längen jetzt sind von dem Abgriff, von dem Knoten C zum Knoten D, ja, vom Knoten C zum Abgriff, beziehungsweise vom Anschluss D zum Abgriff. Ja. Und hier kann ich die Widerstandswerte verändern. Und das ist also ein variabler Widerstand. Und der Abgleich heißt, das Ampermeter zeigt also keinen Strom. Ja, und dann können wir natürlich sagen, R3, ja, der muss ja dann, wenn kein Strom fließt, die Abgleichbedingung erfüllen. Das ist dann nichts anderes als R1 mal R4 durch R3. Ja. So R4, das ist bekannt. Was habe ich gesagt? R1 mal R4 durch R2, genau. Das ist die Wheatstone'sche Brückenschaltung. Und damit kann ich natürlich sehr präzise solche Messobjekte bestimmen, weil ich ja durch den Abgriff R1 und R2 in ihrem Verhältnis variieren kann und R4 ist fest vorgegeben und der dritte Widerstand bestimmt sich dann automatisch aus R1, R2 und R4, wenn im Ampermeter kein Strom fließt. Okay? Das ist also die Anwendung, die Wheatstone'sche Brücke.